Alter, hier, das ist nicht teuer. Guck mal, wie viel allein das hier ist. Angelsachen? Nee, hab ich nicht. Ja. Ist das was Schönes? Danke. Chef, was soll die kosten? 10er. 10er? Die gibt's in Deutschland gar nicht. Okay. Mit was geht ab und was geht auch, meine Friends? Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, zu einem neuen Flohmarkt-Video. Diesmal war ich unterwegs wieder mit dem Ehrenbruder Danny von Hamburg City Retro Stuff. Ihr kennt das Ganze. Ja, wir waren auf einem Flohmarkt an einem Samstag, einen verregneten Samstag, und trotzdem haben wir richtig geile Sachen gefunden. Es waren eigentlich nur 2 geile Stände. Ja, ich habe auch nicht wirklich viel gefilmt. Ich hatte den Kameragurt gar nicht an. Ich habe einfach mit dem Handy schnell gefilmt, weil, wie gesagt, wir waren um 6 Uhr morgens da. Um 7 war eigentlich Aufbau und diese Stände hätten theoretisch gesehen um 7 Uhr nichts mehr gehabt. Ja, wie das Ganze abgelaufen ist, den ersten Stand habt ihr gerade schon gesehen. Den Rest seht ihr jetzt gleich in den Aufnahmen. Doch bevor es losgeht, erstmal ein dicker Kuss an den Ehrenbruder Chris Helling. Der hat mir nämlich was zukommen lassen, hat mir ein richtig geiles Geschenk gemacht. Das zeige ich euch jetzt. Und zwar hat er mir diesen nicen Klumanda-Plüsch einfach zukommen lassen. Richtig, richtig nice. Ich finde, er hat noch einen sehr, sehr richtig geilen Zustand. Ja, Kuss für dieses nice Geschenk, für diese Channel-Spende an der Stelle. Ja, der bekommt einen Ehrenplatz bei mir hier hinten im Hintergrund. Wir haben ja auch schon Shiggy und Pikachu und Evoli aus den alten Videos, falls ihr das noch wisst. Und ja, Kuss geht raus auf jeden Fall an der Stelle. Ich verlinke den Ehrenbruder mal in der Videobeschreibung. Der macht nämlich auch Twitch-Streams und ja, läuft da über den Flohmarkt. Da könnt ihr gerne sonntags ab und zu mal zuschauen. Lasst da gerne ein Follow da. Und jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei den Aufnahmen. Kuss geht raus. Schon wieder die Infinity-Dinger. Was Fishing hier, das ist geil. Sind die Hüllen wenigstens tauschbar oder sagst du, es lohnt sich auch nicht? Risiko. Red Dead Redemption. Was willst du denn da pro Spiel eigentlich haben? So? Kommt drauf an, welches es ist. Als Beispiel jetzt das. 2 Euro. Okay, das nehme ich vielleicht dann schon mal mit. Was willst du für so eine Skylander-Figur? 3,50. 3,50? Mhm. Wenn du alle nimmst, kannst du vielleicht günstiger. Für einen 10er? Alle? Alle? Nee. Wenn du alle nimmst, pro Stück 3 Euro. Okay. So alt sind wir noch nicht. Ja, theoretisch. Ich habe halt echt noch keinen Koffer für Kassetten. Ne? Was willst du für den Koffer? 4 Euro. Okay, 4. Ach so, der ist hier schon. Ja, okay. Hm, 2 Euro für Red Dead Redemption. Zustand ist gut. Das ist die englische Version, ne? Ich glaube ja. Oder ja. Französisch? Nee, M war nochmal. Was war denn M nochmal? Schreibt es in den Kommentaren, wenn ihr das wisst. Halb Englisch, halb Französisch. Ja! Gut, gut erkannt. Hier. Okay. Habe ich gesehen, ja. Das ist die Demos, ne? Ja. Da hab ich mich dafür rausgesucht, sorry. Ach so. Alles gut. Dann haben wir hier 100 Euro. Problem, ich hab nicht gemacht. Hast du den gesehen? Ja, dann kommen wir mit dem vor. Ist das nicht der, der bei dir im Auto steht? Mhm. Genau derselbe? Es ist, kann auch sein, dass es ein alter ist. Playmobil? Playmobil, ja. Krass, der ist vom Playmobil? Ja. Heftig. Chef, was kostet der hier? Ja. 3. Den nehme ich auf jeden Fall. Ja, das. Den nehme ich auf jeden Fall schon mal mit. Ja. Mit der Figur bin ich mir noch unsicher irgendwie. Das ist eine Uhr, ja. Ganz im Hintergrund.
bin dabei. Ich bin Batman. Ja, das war es erstmal zum ersten Stand. Wie ihr gesehen habt, war das Wetter wirklich nicht so geil. Und wie gesagt auch schon, das war mit einer der einzigen Stände, der einigermaßen coole Sachen hatte. Und deswegen, ja, haben wir da auf jeden Fall mal ein bisschen was mitgenommen. Ich zum Beispiel habe den von den Ghostbusters hier mitgenommen. Mir ist jetzt gerade der Name auch entfallen. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ja, für 3 Euro, der ist von Playmobil aus dem Jahr 2017. Finde ich richtig nice und dachte, komm, als Deko passt er hier wunderbar ins Figurenregal hinten. Wie gesagt, 3 Euro bezahlt. Dann kam aus einer Kiste unten bei den Figuren auf einmal dieses Dogtag hier zum Vorschein von Pokémon von Pummeluff. Da gab es früher mal solche Sammler-Dogtags. Da seht ihr hier an der Seite, gibt es nochmal ein paar Stück als Beispiel. Die sind aus dem Jahr 1999 und das Ding ist einfach noch sealed, ja. Fand ich wirklich mega geil. 2 Euro bezahlt, also da kann man auch wirklich nicht meckern. Und dann gab es die Demo-Disc von Ratchet Gladiator und Jack X. Ja, in einem wirklich super Zustand, ne? Also auch die CD und alles. Und ja, wie ich beim Fastlime-Video letztens erst am Samstag gelernt habe, ist die gar nicht mal so günstig, ne? Und für die habe ich, glaube ich, auch nur 2 Euro bezahlt. Also insgesamt, lass es, was waren es jetzt? Ja, 7 oder 8 Euro insgesamt, ne? Ungefähr. Ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen, es ist jetzt schon ein paar Tage her. Nur, dass ihr das mal gesehen habt. Sehr, sehr geil. Auf jeden Fall, danach ging es direkt an einen weiteren Stand. Ja, wie erkläre ich das am besten? Ihr werdet es gleich in dem nächsten Clip kurz sehen. Da stehen an diesem Stand, obwohl noch nichts aufgebaut war, standen 5-6 Leute. Wir sind da hingegangen, haben geguckt und denken wir uns, okay, was können die da haben? Dann sehe ich so auf dem Tisch solche 2 Pappschuberhüllen für die NES-Spiele. Und sehe dann so, dass der eine Kollege, beziehungsweise der eine Konkurrent da an der Stelle, schon mit dem Typ vom Stand quasi gehandelt hat über einen Gameboy und 2 Gameboy-Spiele und ein Super Nintendo-Spiel. Dann standen alle Leute um den Stand rum, ihr werdet es gleich in der Aufnahme sehen, da habe ich nur einen ganz kurzen Clip von, und haben quasi gewartet, bis hinten die Kisten, die hinter dem Tisch standen, aufgebaut werden. Ich stand dann da, Danny stand neben mir und wir dachten uns, okay, was machen wir jetzt? Ja, und wir standen kurz da und wir haben gewartet. Ich habe mir die Situation angeguckt und habe die ganze Zeit hinten auf die Kisten geschaut, so wie alle anderen auch. Tja, dann habe ich einfach gedacht, weißt du was, scheißegal, wenn ich jetzt nicht dahin gehe, kriege ich hier gar nichts mehr ab. Also werde ich sagen, habe ich ihn gefragt, darf ich mal kurz schon mal in die Kiste reingucken? Das PlayStation 4 Spiel, da war Star Wars Battlefront, hat mich so angeguckt. Er meinte so, ja, und weil alle schon so gegeiert haben, wollte er eigentlich nicht, dass die Leute in den Kisten rumwühlen. Er hat dann gesagt, ja gut, kannst du schon mal reingucken, hat mir die Kiste dann so hingeschoben. Ich habe dann einfach gesagt zu Danny, bleib hier stehen, guck, da werdet ihr gleich diese rote leere Fläche auf dem Tisch sehen. Da bin ich einfach hin, habe in den Kisten alles genommen und gegrabt, was ich finden konnte und habe es einfach auf den Tisch da geschmissen. Ich gesagt, hier, pass auf, wir teilen das später auf, wir gucken da. Ja, und was daraus geworden ist und was ich wirklich alles gegrabt habe, das sehen wir jetzt in kurzen Ausschnitt. Der Ehrenbruder Danny hat mir auch noch eine Szene zur Verfügung gestellt aus seiner Optik. Die Kamera-Quali an der Stelle ist irgendwie nicht ganz so perfekt, aber trotzdem, ihr werdet ein bisschen was sehen und dann zeige ich euch den Riesenhaufen an Sachen, den wir an dem Stand gekauft haben. Ja, wird auf jeden Fall wild. Kuss. So. Jetzt auch die ganze Kiste herholen. Ja, eigentlich schon, aber jetzt habe ich erstmal so ein bisschen was zusammengeschnappt. Also, guck mal, was. Also, den da will ich auf jeden Fall haben, der ist richtig geil. Da kommt mein Controller drauf. Das Nintendo-Ding, gehört das zusammen? Ja, ne? Das gehört hier rein, oder? Doch. Das ist aber kein originales hier, oder? Doch, guck. Okay. Das ist ein Advance. Game Boy Advance. Das gehört so zusammen, okay. Sag ich mal. Der ist ganz nice noch. Ja, die Höhlen sind auch gut. Ja, die habe ich eben noch schnell aus der Kiste retten können. Sehr gut. Wir müssen das jetzt irgendwie so zusammen machen. So, Chef, guck mal, wir haben jetzt ein bisschen was zusammengesucht.
Nö. War cool, aber nö. Muss nicht. Irgendwo war hier das, da wollte ich noch. Genau. Okay, ist auch immer dem Mann das Geld. 15 Euro. Ist zwar sealed, aber es ist halt auch. Ist halt, ja, ich habe jetzt einfach nur mal gegrippt, ne? Was sagst du zum Terminator? Ich habe nur ein Fass gekauft, ein Tittenfass. Aber warum bin ich nicht da drüben? Kommt um den Preis halt an. Das ist ja wie es passt, ich liegt drüben. Und da würde ich sagen, nehmen wir das auf jeden Fall auch mit, oder? Willst du die also Sachen haben? Das wäre für mich interessant, ja. Okay, genau. Dann machen wir es so. So, ich muss natürlich jetzt erstmal auf den Preis wissen, sonst weiß ich gar nicht, was ich jetzt hier. Dann würde ich die Sachen mal genau, packen wir das. Erstmal den Gesamtpreis mitmachen. Bevor ich nochmal weiter gucke. Ja, wie ihr gesehen habt, war da eine Menge los. Wie soll ich sagen, sobald ich an der Kiste war, haben auf einmal die anderen auch die Initiative ergriffen und haben sich dann auf die Kisten gestürzt. Ich fange jetzt einfach mal ganz locker an, und euch einzeln die Sachen zu zeigen, die ich nach und nach da rausgepickt habe, weil auch Sachen, die nicht auf der Aufnahme sind, sind hier jetzt dabei, weil, wie gesagt, es war einfach nicht möglich, sonst wäre an dem Tag gar nichts gegangen. Ich habe mir gedacht, nehme ich erstmal alles mit, was ich kriegen kann. Den Fischer wohl erstmal wieder hier Glumanda aufsetzen. So, und wir fangen mal ganz locker an. Als erstes gab es diesen Controller-Halter hier. Und zwar ist das Rafiki von König der Löwen. Man kennt ihn, Digga. Von Cable Guys, so nennt sich das Ganze. Sehr, sehr geil, in super schönem Zustand. Ne? Die sind sehr schön massiv. Die können, das sind halt Controller-Halter, wie gesagt. Da steht dann auch in Zukunft mein PlayZ-Controller drauf. Sehr, sehr geil. Habe ich richtig gefeiert. Ich zeige euch einfach alle Sachen erst und zeige euch danach, was ich insgesamt bezahlt habe, weil wir ja Bundlepreis gemacht haben. Mit dazu gab es unter anderem einmal dieses Dragon Ball Panini Sticker Album. Absolut Neuzustand, ne? Also ich vermute, das war entweder ein Sammler selbst mit seinem Sohn oder ein Entrümpler, der von irgendeinem Sammler alles aufgekauft hat. Weil ihr werdet gleich sehen, die Sachen haben irgendwie keinen genauen Zusammenhang. Die hier alle drin waren. Sorry für meine Stimme, irgendwas stimmt da heute nicht. Auf jeden Fall ist da Dragon Ball super mit dabei gewesen als Sticker-Album. Auch sehr geil. Weiter geht's mit einem ja, Super Nintendo-Spiel in absolutem super Zustand auch. Ne? F-Zero ist jetzt kein übertrieben teurer Titel, aber ich sag mal, für den Zustand und wenn man dann, wie gesagt, den Gesamtpreis dann später beachtet, ja, ist das auf jeden Fall richtig wild. Kurze Frage auch an euch, jetzt seid ihr an der Stelle gefragt, ich habe jetzt ein, zwei Mal die Kommentare bekommen, dass die Leute gerne hätten, dass ich die Preise einblende, und das kann ich natürlich auch gerne machen, nur halt bei mir geht es halt hauptsächlich ums Sammeln, im Hauptaugenmerk, sage ich jetzt einfach mal. Und ich kaufe halt auch auf Dinge, die jetzt vielleicht nicht unbedingt den krassesten Wert haben oder nicht unbedingt für den Resale geeignet sind, die vielleicht ja einfach für mich persönlich wichtig sind. Und da ist mir der Preis dann halt relativ egal, auch wenn es manchmal Sachen sind, die vielleicht einfach gar keinen Wert haben. Falls ihr, wie gesagt, sowas gerne in den Videos haben wollt, die Preise, kann ich das gerne raussuchen und euch auch immer mit einblenden. Mich würde auf jeden Fall auch mal gerne interessieren, wer von euch ist wirklich Sammler und wer von euch ist Reseller? Ist ja auch nichts Verwerfliches, schreibt es gerne mal in die Kommentare, würde mich auf jeden Fall mega interessieren. Jetzt geht's weiter mit den Funden, denn wir haben hier noch einen riesengroßen Haufen. Ihr habt gerade gesehen, F-Zero war am Start. Da war einfach alles wild durcheinander gewürfelt. Ne? Also es macht wirklich keinen Sinn, die Anordnung zusammen. Unter anderem war zum Beispiel diese Dragon Ball Figur mit dabei. Die ist schon etwas älter. Ne? Ich weiß auch gar nicht, wer das ist. Den habe ich einfach mitgenommen, weil ich den cool fand. Hier steht von Datum her 1996. Also das ist schon krass. Aber das kann man jetzt hier wahrscheinlich nicht erkennen. Ja, der Fokus, der hat richtig Bock. Naja, egal. Ja, die gab es auch noch dazu. Mit dazu weiterhin, weil wir schon im Dragon Ball Bereich sind, gab es so eine Hülle hier mit Dragon Ball Karten. Ich kenne mich mit Dragon Ball Karten überhaupt gar nicht aus. Da könnt ihr ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, falls ihr dazu euch besser auskennt. Oder falls jemand vielleicht sagt, boah, die Karten sind geil, die möchte ich unbedingt haben.
die waren jetzt in dem Bundle einfach mit drin. Ein paar coole sind auch hier. Sehr geil. Sind auf jeden Fall mit dabei. Vielleicht behalte ich die auch. Einfach mal schauen. Ja, ich, wie gesagt, ich bin zwar schon Dragon Ball Fan so, aber mit den Karten konnte ich bis jetzt nicht allzu viel anfangen. Aber ihr wisst, Trading Cards nehme ich einfach allgemein immer mit, wenn das möglich ist. Kam in so einem Ultra Pro Case hier. Ja, die hab ich jetzt auch so noch nicht in der Hand gehabt. Sieht ganz cool aus, sage ich mal. Und nimmt man mit. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das irgendwie eine Auflösung von der Sammlung von irgendwem war. Mit dabei waren zum Beispiel auch einfach so zwischendrin zwei Asterix-Kassetten. Asterix und die Goten und Asterix der Gallier. Die sind einfach sealed, Digga. Keine Ahnung, wie man an solch verschiedenen Dinge kommt. Weiter geht's mit einem Minecraft-Lego-Set. Ja, auch komplett sealed. Wie ihr wisst ja, wir haben letzte Woche oder vor zwei Wochen im Flohmarkt-Video auch ein bisschen Minecraft-Lego gefunden. Sehr, sehr geil. Das ist einfach noch sealed. Korallenriff heißt das, glaube ich. Habe ich einmal hier. Und dann haben wir noch hier Creepers Ambush oder wie auch immer. Creepers Hinterhalt, glaube ich, heißt das auf Deutsch, das Set. Auch cool. Ja, so kleine Mini-Sets. Waren auch mit dabei im Bundle. Wie gesagt, leider konnte ich nicht alles grabben. Es waren auf einmal 5-6 Leute, die Kisten durchwühlt haben. Es sind mir ein paar Gameboy-Spiele, Super Nintendo-Spiele auch. Es sind mir ein paar Figuren und Sachen durch die Finger gegangen, aber da kann man halt nichts machen, ne? Man kann nicht immer alles grabben. Aber ein paar Spiele konnte ich mitschnappen. Unter anderem zum Beispiel für die Wii Resident Evil The Dark Side Chronicles. Halt leider nur die CD. Aber auch erstmal okay. Dann haben wir hier einmal PlayStation Plus für 14 Tage noch sealed. Mit FIFA Ultimate Team. Keine Ahnung, ob das abläuft. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn ihr euch da auskennt. Vielleicht habe ich sonst 2 Wochen PlayStation Plus umsonst. Dazu gab es noch ein Game Boy Player, ne? Also Super Game Boy an der Stelle. Für Super Nintendo, der muss ein bisschen sauber gemacht werden. Ansonsten ist der auch in einem absoluten Super-Zustand, würde ich fast sagen. Ja, schönes Ding. Passend zu dem F-Zero waren das die zwei einzigen, ja, Super Nintendo-Sachen, die ich grabben konnte. Aber man nimmt das trotzdem mit. Einmal Super Smash Bros. Brawl für die Wii. Schön wäre es gewesen. Hätte ich da mal reingeguckt, weil da ist nämlich die CD nicht drin. Ist aber nicht schlimm, weil wie gesagt, Bundlepreis. Ich kann eh nicht genau sagen, was ich genau im Einzelnen für die einzelnen Sachen bezahlt habe. Hier Star Wars Battlefront 2. Das Spiel, weswegen ja, ich überhaupt in die Kiste gucken wollte. Ja, das ist komplett. Da ist alles drin. Bei den anderen Spielen ist alles drin. Ist nur bei Smash Bros. Keine CD. Ah. Ja. Ja. Star Wars Battlefront. Ja. Nimmt man mal mit. Ist jetzt auch nichts Knallermäßiges. Dann haben wir hier einmal Bubble Bobble Evolution. Ja, für die PSP. Auch das ist komplett. Allerdings mit bisschen gebrochener Hülle hier unten. Ne? Der hat schon den einen oder anderen Flohmarkt bestimmt gesehen hier. Ja, sagt mir jetzt auch nichts. Ist, glaube ich, auch nur so ein 5-Euro-Titel. Ist aber auch nicht mal der Schlimme. Da geht noch ein bisschen was. Dann haben wir einmal hier für die PlayStation 2 Terminator 3. Das hatten wir auch in einem kurzen Clip da eben gesehen. Auch das ist komplett und wunderbar. Auch nicht so ein teurer Titel. Aber worüber ich mich gefreut habe, war The Simpsons Road Rage von Sarah B. anscheinend. Ja. Noch in dieser Folie hier. Das ist jetzt nicht sealed, aber resealed in dem Sinne. Ist auch alles drin. Habe ich alles schon geprüft. Und ja, das war auch richtig nice. Schreibt, wie gesagt, gerne immer eure Meinung zu den ganzen Funden in die Kommentare. Da war echt eine Menge dabei. Und es ist noch nicht das Ende in Sicht und auch das Beste aus dem ganzen Bundle habe ich noch nicht gezeigt. So, weil jetzt kommen wir so langsam zu den Highlights, die, wie ich finde. Wir haben einmal hier zum Beispiel, gut, das ist jetzt nicht unbedingt so ein krasses Highlight, aber Fire Emblem Warriors New Nintendo 3DS, ja, noch sealed, ne? Das ist, glaube ich, kein so teurer Titel und den gab es, glaube ich, mal irgendwo mal günstig, weil das sonst würde man da wahrscheinlich das nicht so oft sealed finden. Ich habe das schon einmal auf dem Flohmarkt auf Spanisch gesehen. Hab's aber deswegen halt dann nicht mitgenommen. Ja, und jetzt auf Deutsch. Nimmt man das mit, würde ich sagen. Ach doch, ein bisschen Gameboy-Zeug gab's noch, tatsächlich, ja, weise sogar. Ja, das muss ich auch noch zeigen hier. Und zwar haben wir hier einmal den 4-Player-Adapter für den Gameboy selber damals, ne? Genau. Es gab ein, zwei Spiele, ich weiß jetzt nicht genau, schreibt gerne auch das in die Kommentare, wenn ihr wisst, welche Spiele man auf dem Gameboy Color damals zu viert oder zu dritt in dem Sinne dann spielen konnte, ne, beziehungsweise zu viert.
Ja, sehr geil und mit dabei gebundelt war noch ein Linkkabel für, na, kann man es erkennen? Kann man natürlich wieder nicht, der Fokus, Digga. Ah, egal, für den Game Boy Advance, Junge. Richtig nice, nimmt man auch mit. Wie gesagt, ey, ich habe einfach gegrabt, was ging. Es war einfach schlimm. Ja, es war schlimm. Ja, weiter geht's mit diesen Dingern. Da habe ich mich sehr gefreut, denn da hat sich meine Frau sehr drüber gefreut am Ende des Tages. Ich suche für sie immer nach Sailor Moon Stuff und guck mal, was ich hier gefunden habe. Einfach noch sealed, original verpackte Sailor Moon Uhren aus einer Sammlung bei jemandem. Von 1998 sind die. Und davon habe ich nicht nur eine, sondern zwei, drei, vier und fünf verschiedene aus dieser Kiste rausgegrabt. Ja, richtig geil. Mega, mega nice. Also bei denen habe ich tatsächlich mal geguckt. Die kosten so im Schnitt um die 20 Euro pro Uhr. Und das ist bei fünf Stück, ja. Kann ich so viel sagen, da habe ich den Preis schon drin. Für alles, was ich bezahlt habe. Ne? So, als weiter geht's dann mit diesen wunderschönen Packs hier. Auch sealed. Ne? Ich zeig's euch, wie es ist. Das sind einfach die sealed Pokémon-Karten, die Pokémon-Postkarten aus 1998. Ich werde jetzt mal einfach für euch eins aufmachen, nur als Beispiel zu zeigen, wie wunderschön der Zustand ist. Ne? So, guckt euch das an. Das sind uralte Postkarten, die es damals zur ersten Zeit rauskamen, wo die Gameboy-Spiele waren, wo die ersten Karten rauskamen. Und davon habe ich einfach zwei Sealed Packs hier, mein Lieblings-Pokémon Gengar und Turtok, direkt beide hintereinander, meine zwei Lieblinge. Mega, mega geil, also wirklich, ne? Das war so fett mit diesem Pokémon-Tag, was ich an dem Tag schon gefunden hatte, an dem anderen Stand, dachte ich schon, besser geht's gar nicht mehr, aber das ist ja wirklich geil. Ich weiß, viele von euch können auch mit Pokémon nichts anfangen. Auch das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Wo sind unsere Pokémon-Fans hier in der Community? Übrigens, Kuss für diesen Mega-Support und den letzten Videos, Alter. Wir sind bald bei 4000 Abonnenten, wenn es so weitergeht. Und da gibt es auch wieder ein dickes, dickes Giveaway. So, und jetzt kommen wir eigentlich schon zum letzten Punkt. Zum letzten, was ich eigentlich an dem Stand gekauft habe. Und zwar zu diesem Brummer hier, Digga. Das hier ist ein Super Nintendo Collectors Book, ja, in sealed, ja, aus dem Jahr 2017. Ich habe mal online geschaut und das Ding geht gebraucht für 80, 90 Euro weg. Das ist hier unten in so einem Schuber. Das kannst du so rausziehen und das Buch da drinnen mit den Artworks hat die Optik von einem Super Nintendo Spiel. Und ich muss einfach sagen, also das Ding hat damals, 2017, wo es rauskam, 34,99 Euro gekostet, also 35 Euro. Wie gesagt, das Ding ist bestimmt einiges wert, allein weil es sealed ist und ich denke, sowas kriegt man nicht einfach mal so schnell wieder. Und dadurch bin ich sehr froh, das jetzt in meiner Sammlung zu haben. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, eure Meinung in die Kommentare. Für alles hier habe ich insgesamt 90 Euro bezahlt. Ja, ich hoffe, der Preis war gut. Wenn nicht, auch okay. Ja, ihr habt schon gesehen, allein die Sailor Moon Uhren und das Buch hier haben sich schon mega gelohnt. Auf dem Rückweg zum Auto gab es noch ein paar Schnapper zum Mitnehmen. Und zwar diese Venom-Figur von Kufik. Habe ich für 2 Euro noch am Ende des Tages mitgenommen. Da hat mir noch einer einen Funko vor der Nase weggeschnappt. Leider auch für 1,50. Das war auch schade. Aber das passiert. Dann hätten wir noch einmal zum Beispiel hier die Simpsons Staffel. Die komplette siebte Staffel. Ja, auch für 2 Euro mitgenommen. Dann hätten wir noch einmal hier Halo 1 für 2 Euro mitgenommen. Auch das... Oh, huch, schmeiß weg. Ja, Xbox. Xbox kann man wegschmeißen. Nee. Aber für die Xbox 1 nehme ich ab und zu mal geile Titel mit. Halo auch komplett. Nostalgie bleibt in der Sammlung. Und Liberty City Stories. Nee, Episodes from the Liberty City. Sehr nice. Auch für 1 Euro oder sowas mitgenommen. Oder 2, ich kann es jetzt gar nicht mehr genau sagen. Und The Walking Dead auch für 2 Euro. Also insgesamt, ich weiß nur, dass ich an dem ganzen Tag insgesamt einen Huni ausgegeben habe. Wie viel gebt ihr immer so auf dem Flohmarkt aus? Ich bin an der Stelle jetzt aber
komplett raus. Wir sehen uns im nächsten Video, meine Freunde. Peace out.